Unterwegs mit Landskron. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind wieder unterwegs mit Landskron und senden diesmal aus der schönen Rosenstadt Forst, denn die wird in diesem Jahr schon 750 Jahre alt. Es gibt eine Festwoche dazu und wir haben uns hier verabredet mit der Rosenkönigin und ich glaube, da kommt sie schon. 750 Jahre Forst. Ich begrüße ganz herzlich Stefanie die Erste, die Rosenkönigin. Hallo. Und den stellvertretenden Bürgermeister Herrn Zuber von Forst. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ein großes Jubiläum steht bevor. Was ist geschichtlich in 750 Jahren erwähnenswert, Herr Zuber? Ja, vor 750 Jahren ungefähr an dieser Stelle ist die erste Stadtkirche gegründet worden, St. Nikolai, dem Schutzpatron der Handelsreisenden und Kaufleute geweiht. Und man hat in Tagesreisen von Cottbus aus genau diesen Ort gewählt, um diese große Handelsstraße auch zu versorgen und zu sichern. Und schachbrettartig ist das entstanden, die mittelalterliche Stadt. Und genau an dieser Stelle stehen wir heute und wir feiern ja ein großes Jubiläum, das besonders geprägt ist auch durch die Industrie, durch die Textilindustrie. Forst ist eines der größten Textilindustriestädte in Deutschland gewesen. Es wird eine ganze Festwoche dazu geben, zu diesem Jubiläum, in der welche besonderen Dinge passieren werden? Ja, die Stadt feiert 15 Monate seit Oktober des letzten Jahres. Jeder Monat steht unter einem bestimmten Thema. Aber der Höhepunkt ist, den gemeinsam mit vielen Forstern organisiert wurde, die Feierlichkeit vom 9. bis zum 12. Juli 2015. Mhm. Am 9., am Donnerstagabend, beginnen wir mit einem ökumenischen Festgottesdienst. Und am Freitag beginnt so langsam die Einstimmung auf das große Jubiläumswochenende, nämlich unter anderem mit einem großen Festkonzert, mit dem Eröffnungskonzert um 19.30 Uhr mit dem Philharmonischen Orchester mit über 50 Philharmonikern. Dazu kommen Opernsängerinnen und Opernsänger, die hier auftreten werden. Aber es wird nicht nur Klassik geben, sondern auch gepaart mit Rock. Und wir erwarten die Gruppe Six, die dann gemeinsam auch mit den Philharmonikern auftritt und zur später Stunde nur noch Six auftritt. Am Samstag erwartet Stefanie die erste ihre Prinzen, habe ich gehört. Ja, darauf freue ich mich sehr. Welche Königin kann schon behaupten, Prinzen zu empfangen? Und gleich mehrere. Gleich mehrere, genau. Das heißt, es gibt ein Konzert mit den Prinzen in Forst am Samstag und es gibt zwei Tage auch einen historischen Jahrmarkt. Ja, an beiden Tagen, nämlich am Samstag und am Sonntag, den 11. und 12., ist die gesamte Innenstadt gesperrt. Es gibt viele Stationen, unter anderem einen historischen Jahrmarkt, der quer durch die gesamte Stadtgeschichte läuft. Zum Abschluss haben viele Forster im Moment vorbereitet einen großen Festumzug. Auf 2 Kilometer Umzugsstraße durch die Innenstadt kann man sich beschäftigen mit den einzelnen Bildern aus der Stadtgeschichte. Aber es gibt auch viele moderne Dinge, die heute die Stadt prägen. Die kann man dann bei diesem Festumzug sehen. Und am Sonntagnachmittag ist dann der Ausklang mit einem großen Konzert mit Eloisa, die wir hier erwarten im Stadtzentrum von Forst auf der großen Hauptbühne. Viele bekannte, nennenswerte Dinge. Und die Stadt Forst hat sich auch noch was anderes Besonderes einfallen lassen. Das Rosenbier mit Landskron, liebe Zuschauer. Und das stellen wir Ihnen gleich vor. So, und ich habe da auch schon was vorbereitet. Natürlich zum Rosenbier eine kleine Verkostung. Denn das Rosenbier, limitierte Edition, gibt es natürlich nur hier in Forst, in ausgewählten Märkten und natürlich im Rosengarten, ein unfiltriertes Starkbier. Mhm. Eingebraut damals mit der amtierenden Rosenkönigin. Ne? Denn Hopfen hat auch so ganz leichte rosenartige Aromen und das passt natürlich wunderbar zu einem schönen Starkbier. Das haben wir damals eingebraut und rausgekommen ist eben dieses wunderbare 6,4%ige Bier. Ganz leicht opal, schöne Bernsteinfarbe. Bildschön sieht's aus. Hat natürlich eine wunderbare Vollmundigkeit für ein Bockbier. Und einfach mal die Nase belohnen, mal reinriechen. Ja, und da kommt eben erstmal dieses schöne Biergeruch, dann hat so diese ganz leichte Hopfenaromanote und dann so eine ganz leichte Hefenote. Und die Kombination finde ich eben sehr duftig. Riecht hervorragend. Oh, man merkt, dass es stark hier ist. Es ist stark, es ist auch etwas wärmer, ganz bewusst etwas wärmer gehalten. Dann kommen die Aromen einfach besser raus. Und wie gesagt, ist limitiert nur für Forst, ganz speziell für die Region. Der Maibock als filtriertes Starkbier habe ich gelernt. Ein saisonales Getränk, jedes Jahr aufs Neue, sehr lecker bei Landskron. Richtig, ja, Maibock ist eigentlich ein Klassiker, wurde historisch eingebraut als das letzte Bier des Jahres, weil die Kühlung einfach da nicht mehr gewährleistet war, bevor man die künstliche Kälte hatte. Und das ist also der Klassiker schlechthin für den Maibock, aber es ist auch ein sehr gutes Bier, auch ein Starkbier natürlich. Genau. In dem Fall natürlich filtriert. Man sieht, es ist kristallklar, hat etwas weniger Alkohol, 6,3% in dem Fall. Aber natürlich eine wunderschöne Vollmundigkeit und unserem Bock
dank der klassischen offenen Gärung, hat natürlich eine Besonderheit, nämlich so eine ganz leichte, weinartige, fruchtige Note, die sie eben nur mit dem klassischen Verfahren hinkriegen, so wie ein Bock eben sein muss, hat einen Körper, der Alkohol selber kommt gar nicht so stark chemisch raus, er ist wirklich schön verpackt in diese Aromenvielfalt und das zeichnet unseren Maibock schlicht und ergreifend aus. Gibt es limitiert nur von März bis Ende Juni, Anfang Juli, solange der Vorrat reicht. Also nicht mehr so lange. Prost. Genau, zum Wohl. Man merkt einen deutlichen Unterschied, diese hefige Note fehlt hier, aber eben diese fruchtige kommt viel schöner. Ja, ist deutlich auch im Geruch anders. Ne? Also ich finde es ein angenehmes Bier, mag ich gerne. In Forst, liebe Zuschauer, wird gefeiert, 750 Jahre. In Görlitz wird auch gefeiert, traditionell, jedes Jahr im Juni, und zwar das Braufest der Sinne. Drei tolle Tage. Richtig, 12., 13., 14. Juni. Wie immer, fängt natürlich an mit einer kleinen Party in der Halle. Mhm. Und am Samstag geht es dann richtig los. Großes Open Air auf drei Bühnen. Partymusik für alle Beteiligten, von jung bis alt, von klassisch bis topmodern. Und für alle was zu erleben. Für alle was zu erleben. Natürlich am Ende des Samstagabends das Highlight, das Feuerwerk mit Lasershow. Und natürlich am Sonntag dann der Ausgang als Familienfest für die Kinder. Alles Mögliche an Belustigung und natürlich für die Papis auch was. Ein großer Autopark wird da sein, wo die Leute gucken können. Vielleicht doch das eine oder andere sich an Inspiration holen für die Zukunft. Ja. Also insofern sollte für jeden was gegeben sein. Insofern wieder ein Braufest der Sinne, eben für alle Sinne. Wir hoffen auf gutes Wetter. Wer mit Landskron feiert, hat Sonnengarantie. War die letzten Jahre immer so. Wir laden Sie also herzlich ein, liebe Zuschauer, zum Braufest der Sinne nach Görlitz. Zum Wohl. Zum Wohl. Heute möchten wir von Ihnen wissen, welches Jubiläum die Stadt Forst in diesem Jahr feiert. 750 Jahre, 700 Jahre oder 850 Jahre. Mit etwas Glück können Sie 6 Flaschen Maibock, Landskronweizen naturtrüb alkoholfrei, rote Fassbrause und ein Buch von Dr. Rolf Lobeck gewinnen. Rufen Sie uns morgen hier bei LTV unter 380 390 ab 13 Uhr an oder schauen Sie ins Netz auf lausitz-tv.de sowie auf unserer Facebook-Seite. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss.